Hallo, meine Freunde der Sonne. Und nein, ich wollte gerade keinen Schluck trinken. Und nein, ich habe die Flasche jetzt. Ja, richtig. Ich habe die Flasche gerade nicht aufbekommen. Ja, heute gucken wir uns von Dummtunsch wieder an. Der liebe Viro hat sich gewünscht, dass wir mal auf Cabrio-Bus bauen reagieren. Also nicht Cabrio-Bus bauen, sondern Freddy-Bus bauen. Freddy, Bus bauen. Freddy? Der ist ja gar nicht da, der baut ja gerade einen anderen Bus. Ja, dann gucken wir mal Mahlzeit, rein. moin, Der Freunde war der so schlecht. Flussunterhaltung. Heute wollen wir Komm. den ersten Pickup-Bus bauen, den es so noch nie gegeben hat. So fangen wir mal an. So, klar, Dach Mach runter, ihr daraus kennt so das einen Spiel. Wohnwagen. Aber vorab, wer jetzt noch Last Minute schnell noch ein Weihnachtsgeschenk braucht für seine Liebsten, kann jetzt noch mal schnell bei uns im Shop vorbeischauen. Wir kloppen noch mal zwei Bundles rein. Also seid gespannt, klickt noch mal bei uns im Shop vorbei, dann seht ihr das Ganze. Was ist mit der Schüssel? Die muss ja auch weg, oder? Nein, nein. Ja, es sind eigentlich nur zwei Halter, die drei Halter, die stören. Die oben am Dach und eine unten an der Z-Säule. Plan ist es jetzt, wir wollen einmal Kann man das schauen. nicht Wir haben einfach natürlich abflexen? eine Schere von der Feuerwehr da. Haben uns ja irgendwann mal gegönnt, der eine oder andere weiß es natürlich. Wollen wir natürlich erstmal versuchen, jetzt die ein oder anderen Holme damit zu kappen. Stefan sagt, das klappt nicht. Hier hinten werden wir die Säbelsäge ansetzen. Ja, und dann müssen wir einmal oben aufs Dach quasi mit der dicken Flex vermute ich mal oder auch vielleicht mit der Säbelsäge. Mal schauen, wir werden es gleich gucken, wie wir es am besten machen. Ich würde alles einfach abflexen. Ich wäre viel zu faul, selber zu sägen. Aber nur ich natürlich. Boah. Ist schon mal irgendwie. Also mit dem Cabrio-Bus ist ja schon eine geile Idee. Ich wollte trotzdem gerne sehen, wie die da raus einen geilen Wohn, so einen richtig hammermodernen Wohnwagen draus machen. Also ich hätte es gemacht. Aber ich bin mal gespannt, wie der Cabrio-Bus aussieht. Was klein die Filmstreifen so ausmachen, ne? Das ist so geil. Da fällt die Tür und die Leiter. Boah, das erinnert mich gerade an was. Wir haben bei uns vor der Arbeitsstelle. Haben wir, ich weiß gar nicht ganz genau, was die da bauen, aber die machen irgendwas an der Straße. Ich kann euch nicht sagen, was die da gerade machen, ne? Also Tiefbau, aber was ganz genau, weiß ich nicht. Und da haben die Gastanks. Und da haben die den Gasbrenner, den haben sie letztes Mal angelassen, ne? Und das kann. Das glaubt mir kein Schwein. Da bin ich mit einem Kollegen da vorbeigelaufen, ne? Ich habe mir so eine Kippe angezündet, ne? Und sehe dann so, wie die da einfach den Gasbrenner anlassen, weißt du? Und ich so, oh Scheiße, Alter, ich kann da jetzt nicht hier mit der Kippe rumlaufen, so. Aber die Bauarbeiter, die hat es so nicht gestört, ne? So, laufen da überall mit Kippe rum, ne? Und mein Kollege, ey, die haben da entweder die haben eine gute Lebensversicherung oder die haben in einer Waffel. Also die sind da einfach so mit Kippe in den Mund rumgelaufen und sowas und der Gasbrenner lag da rum, ne, an. Kann man ja auch nie ausmachen, ne, wenn man den nicht braucht oder so. Ne, lässt man natürlich an. Ey, ihr wisst gar nicht, was ich da in dem Moment für einen Schock bekommen habe. Da habe ich mir so gesagt, soll ich mal da meine Kippe jetzt hinwerfen? Der hätte ein kleines Feuerwerk gehabt. Ach so, ah, okay. So eine Säge, okay. Ich dachte jetzt wirklich, dass die manuell hier mit einer, jetzt anfangen hier. Ich kenne die ganzen Sägen jetzt nicht von Namen her. Das Einzige, was ich kenne, ist die Fuchsschwanzsäge. Japan, also ich kenne alle Sägen, aber nie von Ja, ein Namen. bisschen hin und her und schon ist das Dach ab, ne? Ist halt schön, wenn man so einen Bagger hat. Also wir haben den eigentlich nur dafür gekauft. Ja, da ist noch ein bisschen Alu, das geht gleich wo flöten. Und wenn der gleich runter ist, kann man alle ein bisschen schön machen. Ich stelle den Bus jetzt an und dann fahren wir oben zu unserem Schrottcontainer, weil das jetzt hier runter zu schmeißen ist ein bisschen doof. Aber da oben bei unserem Schrottcontainer schmeißen wir dann runter, versuchen das irgendwie ein bisschen handlicher hinzukriegen, dass das Ding in den Container passt. Ja.
Aber wir haben einige Kabel durchkappt. Aber ich glaube, die wichtigen für den Motor liegen alle unten unterm Boden. Das wäre halt so geil, wenn der Motor nicht mal. Jetzt, das tut es. Ein Bild für die Götter. Das hat irgendwie schon was, ne? Asozial ist es natürlich so, stellt euch mal vor, es regnet, so der Busfahrer kriegt halt nichts ab, ne? Der hat immer noch seine Kabine. Ist halt nur hinten scheiße, ne? So billigen Plätze. Jetzt hat er verloren! Ah, kommt, ist los! Das ist halt so geil, wie die das Handlicher machen, ey. Boah, das ist ein Traum, glaube ich, von jedem Kerl, damit so sein Geld zu verdienen, oder? Ne, dass das das Dach von Bus war. Jetzt hat er verloren! Ist halt jetzt aber mal ganz ehrlich, ne? Es gibt ja ganz viele Schreiben in den Kommentaren, ob wir den nicht sogar wieder auf die Straße bringen möchten. Bitte guckt euch das an. Vielleicht ist nicht abgerissen. Ist einfach durchgefault. Wie man sieht, kann man das hier alles. So, wie das dahinter aussieht. Das ist ja nichts mehr. Genau wie hier ein massiver Rahmen, wo eigentlich verstärken soll hinten. Scheibe auch noch vorliegen, so, da kann man einfach so. Aber oh, ich glaube nicht, dass man den noch wieder durch den Nein, den werden wir jetzt noch restaurieren. Neues Dach und her. Ja. Hat immer noch ein Dach zufällig rumliegen. Nicht verbeult. Savannah-Boss. Ja, kurzes Update. Das Dach ging relativ gut runter, bis auf ein paar Ecken hier hinten, wo unsere Werkzeuge leider Gottes ein bisschen zu kurz für waren. Auch vorne die Rundung. Das sieht man ja noch. Oben Dachbereich war ganz okay mit dem 50er Rohrrahmen, alles okay. Da unten waren so Gussteile dran, da kamen wir auch nicht durch. Aber dann Stefan und sein Fahrer, sein Bagger. Fast war das weg. Und jetzt wird auch mal eine Probefahrt gemacht. Und zwar, wir wissen ja, wie das, der Bus vorher gedriftet ist, mit Dach drauf. Heute mit besseren Verhältnissen etwas nasser. Dafür deutlich leichter. Was ich mich frage, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, darf man eigentlich, wenn man jetzt Privatgrundstück hat und zum Beispiel keinen Wackerführerschein oder Kranführerschein hat, darf man dann trotzdem sich einen Kran mieten und auf Privatgrundstück damit rumhantieren oder eher weniger, also jetzt nicht so, dass ich jetzt hier vorhab, hier vor meiner Haustür einen Kran hinzustellen und damit ein bisschen rumexperimentieren will, aber würde mich mal echt interessieren, ob man das dürfte. Ich finde das mit der Toilette so geil. Oh, geil. Schöner Auspuff. Aha, aha, aha. Wieso kann ich die Werbung erst überspringen, wenn die Werbung vorbei ist? Was hat das für einen Sinn? Heute ist der Glückstag. Oh, das nervt übel. So. Ja, eigentlich ganz gut. Also wie vorher eigentlich. Ich glaube, so viel Gewicht war das gar nicht, was da jetzt runtergekommen ist, ne? Aber okay, war gleichmäßig verteilt, das Gewicht war ein bisschen vorne, ne? Lassen wir den jetzt fallen, oder? Ist zu schade, oder? Ja, die eine Seite ist schon los. Die linke Seite ist los. Ja, ich denke, das hat einigermaßen gut funktioniert. Was sagst du? Fahreigenschaften, tippitoppi oder was?
tippitoppi wie vorher. Feine Sache. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, schaut bei uns im Shop vorbei. Wer bis morgen Abend noch bestellt hat, kriegt die Ware definitiv bis Heiligabend zu sich geliefert. Und bis dahin wünschen wir euch natürlich frohe Weihnachten mit euren Familien. Soweit wie ihr feiern dürft, heißt es natürlich. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Schaut bei Instagram vorbei. Schau dann. Tüdelü. Ciao. Tschüss. Oh, man kann trotzdem noch so viel Wert mit dem Bus machen, ne? Die ist kaputt! Der ist abgerissen! Die ist gerissen hinten! Oh, nein. Jetzt war sie kaputt! Schüssel gesprengt! Auspuff, Schüssel gesprengt! Oh! Boah, aber wisst ihr, wie angenehm das ist? Stellt euch mal vor, ihr müsst so auf Toilette und ihr könnt einfach während der Fahrt oben dann einfach so sitzen. Oh, bin komplett diagonal abgerissen. Wäre jetzt eine Idee, muss man nie, ne? Kaputt. Scheiße. Scheibenkleister. Ja, Keramik und Stahl ist keine gute Verbindung. Also können sie das, den Auspuff doch nicht patentieren lassen. Schade aber auch. Ja, cool. Ich bin wirklich gespannt, was sie noch mit dem Bus vorhaben. Man kann wirklich noch ein bisschen mit dem Bus ja jetzt noch rumexperimentieren. Man könnte jetzt sagen, gut, es lohnt sich für den Bus halt auch nicht. Man hat ja auch gesehen, der fällt ja in sich schon fast auseinander. Es fällt ja hinten und sowas, in der Verschalung schon alles hinten ab und sowas. Also sonst hätte man jetzt gesagt, also einfach just for the lols, ne? Wenn das jetzt noch alles gut erhalten wäre, hätte man jetzt sagen können, gut, man baut da drüber ein Glasdach oder sowas, ne? Ist natürlich im Sommer ein bisschen, naja, sollte man vielleicht im Sommer nie unbedingt da mitfahren, aber im Winter, stellt euch mal vor, es schneit. Okay, lassen wir das in Deutschland, Deutschland und Schnee. Aber stellt euch mal vor, es würde, gut, anderes Beispiel. Stellt euch vor, ihr seid in einer Wüste und es würde anfangen mit Schneien. Und ihr seid dann einfach mal so in so ein Glasdach. Wie geil wäre das eigentlich? Oder man macht da draußen einen Safari-Bus. Man macht da draußen jetzt, man macht so einen Käfig drüber. Geht natürlich auch. Also ich hätte übelst viele Ideen. Ich weiß nicht, ich hätte so mega krass geile Ideen, die ich da jetzt, das Problem ist halt, so wie ich mich kennen würde, ich würde dann erstmal ein halbes Jahr nur noch an Inner Sarah arbeiten und würde alles ringsherum vergessen. Deshalb. Ja gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr Vorschläge habt, schickt sie mir bitte über Instagram oder über Twitter. Und wir sehen uns definitiv, Dativ, Akkusativ im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.